In der Luft bin ich Tobias Walzecher. Er fliegt eine Su 26. Spannweite 2,46 Meter, Länge 2,30 Meter. Abflug 10,2 Kilo. Er hat an den Tag für die Spitzen Flatterbänder angebracht. Hilft so ein bisschen die Figur besser zu erkennen. Und angetrieben wird das Modell mit einem Zahnriemenantrieb, also Getriebemotor mit Zahnriemen von der Firma Flightworks. Und ich glaube, du kannst auch was zu Tobias sagen. Ne? Der war im Hohen Norden vor kurzem. Der war letzte Woche noch im Hohen Norden, letztes Wochenende. Denn wir haben dort zusammen mit dem Modellflugclub von Elmshorn und dem Deutschen Modellfliegerverband ein Jugendkunstflugseminar geführt. So, und eben hat er die Flatterbänder abgeworfen. Wir freuen uns, dass er seine elektrische Su hier präsentieren darf. Die Flatterbänder hat er abgeworfen. Links hinten kommt jetzt die Bell 47 hier zur Landung rein. Die soll uns aber nicht hier stören. Gernot. Ja. Du hast den Wecker heute Morgen noch nicht gehört. Du bist so still, du musst auch was erzählen. Feuer doch mit den Leuten hier an. Das ist doch toll, was der Tobias hier macht auf der großen Bühne des Modellflugs. Das ist absolut faszinierend. Ich stehe eigentlich mit auf dem Mund da, was dieser Junge in dieser einen Woche Kunstflug-Jugendseminar gelernt hat. Ja. Kunstflug-Jugendseminar, wie gesagt, mit dem GMV zusammen, das ist dann Punktrichter da. Den Jungs zeigen, wie optimal, die lernen selber auch mal zu pumpen und zu sehen, wie die Arbeit eigentlich pumpt. Da wird die Maschine top eingestellt, da sind Showpiloten von uns dann dabei, die Jungs und ihre Kündige nehmen und trainieren. Das haben wir jetzt zum zweiten Mal gemacht. Immer eine riesen Nachfrage nach dem letzten zum Seminar. Wow! Im Wasserfall nach unten. Nee, was ist das für eine gute Figur? Jetzt ist im Wasserfall kurz. Ja, ist immer Wasserfall, Flachtrudeln, Wasserfall, Flachtrudeln. Nennt man auch Lollipop. Ja, habe ich mir gerade ausgedacht, sorry. Ja, wunderbar, meine Damen und Herren. Sparen Sie nicht mit Applaus. Der Junge hat sich das verdient. Einer von unseren Young Punks. Noch ist er auf dem Rücken. So wie es aussieht, wird er aus dem letzten Moment die Maschine drehen. Ja. Ja, meine Damen und Herren, welcome back, Tobias!